Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Dilek Kulat, Ihr Koalitionspartner hat gerade eben Ihren Masterplan interpretiert als ein Dokument von Abschottung, Abschiebung und Stigmatisierung. Wenn Sie genau zugehört haben, müssen Sie das zugeben. Und dann sagen Sie, dieser Masterplan sei ein Meilenstein, ein Papier, um das uns andere Bundesländer beneiden. Machen Sie sich mal nicht lächerlich. Nach dem, was dieser Senat seit 2012 in der Integrationspolitik versäumt hat, nach dem katastrophalen Missmanagement der letzten zwei Jahre, löst Ihr Papier nirgendwo Neid aus. Mehr Zustimmung, Herr Regierender Bürgermeister, hatte dagegen Ihre Wutrede vom 12. November letzten Jahres bekommen. Da haben Sie völlig zu Recht Ihren eigenen Senat, insbesondere die Senatoren Chaya und Henkel, öffentlich zusammengefaltet. Wegen Ihrer Abschieberhetorik und de facto Arbeitsverweigerung der Berliner CDU. Aber nur 14 Tage später war klar, mit dieser Koalition geht bei diesem Thema gar nichts mehr. Da hatte Henkel in der Aktuellen Stunde auch für den Senat wieder das komplette Gegenteil erzählt. Abschiebung, Abschiebung, Abschiebung. Da hätten Sie den CDU-Senatoren einfach mal die Entlassungspapiere übergeben müssen. Das haben Sie nicht gemacht. Sie haben das Flüchtlingsthema aber auch nicht, wie hier behauptet, zur Chefsache gemacht. Stattdessen haben Sie zu einer seltsamen Form des Outsourcing gegriffen. Sie haben McKinsey-Die Welt beauftragt, einen Masterplan zu erarbeiten. Mir ist bis heute nicht klar, warum. Das Land Berlin hat eine Integrationssenatorin mit einer Verwaltung, die eigentlich Erfahrung hat mit der Erarbeitung von Integrationskonzepten. Unter Rot-Rot wurden dort zwei ressortübergreifende Integrationskonzepte erarbeitet, die eine vielfach größere Zielgruppe hatten als etwa 50.000 Flüchtlinge, um die es jetzt geht. Senatorin Kulat war offensichtlich selbst überrascht und hat immer wieder erklärt, sie braucht McKinsey nicht. Allerdings ist uns auch von 2012 bis Januar 2016 keine Initiative aus dem Hause Kulat bekannt, die der verheerenden, desintegrativen Erstaufnahme- und Unterbringungspolitik des Herrn Chaya, der Obstruktionspolitik des Innensenators oder diesem jeder für sich und alle gegen alle im Senat fachlich irgendwas Konzeptionelles entgegengesetzt hätte. Meine Damen und Herren, über zwei Jahre, nachdem Klaus Wowereit in einer Regierungserklärung angekündigt hat, es werden mehr Flüchtlinge kommen, wir müssen Vorsorge treffen, gibt es jetzt ein Papier, das ein Masterplan sein soll. Vier Jahre nach den Lampedusa-Flüchtlingen auf dem O-Platz. Diesem Senat kann man beim Laufen die Schuhe besohlen. Und auch typisch, während die SPD noch von Willkommenskultur redet, da freuen sich Chaya und Henkel und auch ja Herr Dregger hier via Presseerklärung über steigende Abschiebe- und Rückkehrerzahlen und über mehr Geld für Sammelrückführungen. Und wie im Kapitel Sicherheit diskriminierende und stigmatisierende Fälle konstruiert werden, die in der Tat geeignet wären, um den Bundesinnenminister hier mal zu zitieren, die Bevölkerung zu verunsichern. Das ist nicht nur sicherheitspolitisch unseriös, es ist auch Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten. Liebe Sozialdemokraten, ich verstehe nicht, warum ihr sowas mitmacht. Meine Damen und Herren, über den Masterplan hat es angeblich einen umfassenden und jetzt auch noch transparenten Dialogprozess mit den Akteurinnen und Akteuren dieser Stadt gegeben. Wie kommt es dann, dass sowohl die Art und Weise des Prozesses als auch die Qualität des Papiers von vielen Initiativen und Wohlfahrtsverbänden kritisiert wird? Ganz einfach, da wurde in drei Monaten was zusammengeschrieben, was vier Jahre lang nicht seriös bearbeitet wurde. Die Länge von 84 Seiten kann ich darüber wegtäuschen. Der Masterplan ist in weiten Teilen eine oft unkonkrete Auflistung von bestehendem, Ankündigungen ohne wirkliche Umsetzungsstrategie. Meine Damen und Herren, trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen
über die sich angesichts der Bilder von Idomeni nur schlimme Zyniker freuen können, bekommen Geflüchtete in Berlin immer noch nicht rechtzeitig ihre Leistung. Viele Betreiber von Flüchtlingsunterkünften haben immer noch keine Verträge. Es gibt Ankündigungen, die Turnhallen freizuziehen, aber widersprüchliche Aussagen, bis wann. Gleichzeitig werden Hostels freigezogen, ohne dass ein nachhaltiges Umzugskonzept bekannt wäre. Deshalb werden nach wie vor mehr oder minder wahllos Notunterkünfte wie Hangars oder auch mal gar keine Unterkünfte zugewiesen. Wo es einen Plan bräuchte, da herrscht nach wie vor Chaos. Und lieber Reitz-Allee, wir waren zu rot-roten Zeiten eine kleine Weile gleichzeitig integrationspolitische Sprecher unserer Fraktion. Wir wissen beide, dass gelingende Integration ganz wesentlich davon abhängt, wie Unterbringung, Beschulung, Qualifizierung und Zugang zum Arbeitsmarkt von Anfang an, aber auch eine elementare Willkommenskultur ganz praktisch organisiert werden. Aber guckt man sich zum Beispiel den wortreichen Dance-Mix im Kapitel Unterbringung und Wohnraum genau an, dann stellt man fest, die Praxis, weiter in erster Linie auf integrationsverhindernde riesige Not- und Massenunterkünfte zu setzen, wird fortgeschrieben. Das ist absurd. Wenn der Senat schon so viel Geld in die Hand nimmt, um Containersiedlungen und Moves mit Gemeinschaftsduschen zu errichten, warum arbeiten Sie nicht endlich an der Ertüchtigung von Bestandsimmobilien? Warum bauen Sie nicht gleich Wohnungen? Fragen Sie Architekten und Bauexperten. Das wäre nicht nur ökonomischer, es wäre auch anständig den Flüchtlingen gegenüber. Meine Damen und Herren, Sie selbst sagen, wie wichtig Arbeit für Integration ist. Nur in Ihrem Papier ist auf 13 Seiten wenig Neues. Wie im ganzen Text, Copy and Paste, schon bestehende Maßnahmen, eine Menge Wünsche, Sachen aneinandergereiht, ohne dass dabei eine wirkliche, auf die Problemlage abgestimmte neue Herangehensweise erkennbar wäre. Eine arbeitsmarktpolitische Strategie, die Flüchtlinge und Langzeiterwerbslose in gute Arbeit bringt, gibt es nicht. Kein Beschäftigungsprogramm, das mit öffentlicher Auftragsvergabe kombiniert wird, stattdessen gibt es nur wieder 1-Euro-Jobs. Und die finden im Wesentlichen in den Unterkünften statt, sind also alles andere als integrativ. Das ist bitter und ernüchternd. Meine Damen und Herren, nicht alles, und das liegt am Copy-and-Paste-Verfahren, nicht alles, was im Masterplan steht, ist falsch. Aber das Grundproblem ist, dass sich dieser Senat und damit dieser Plan nicht entscheiden kann, was er will. Offensiv Integration und Teilhabe fördern, oder abschrecken und abschieben, ob er Flüchtlinge und Zuwanderung als Bereicherung und Chance begreift oder als Krise, Bedrohung und Belastung. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es eben kein Masterplan, der sich die Aufgabe stellt, etwas zu schaffen und Wege formuliert, wie etwas zu schaffen ist, sondern es ist ein Papier einer Regierung, in der einfach nichts zusammenpasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Flüchtlinge willkommen zu heißen und aufzunehmen, ist eine zutiefst humanistische Haltung. Das vernünftig zu organisieren, ist kein Hexenwerk. Man muss allerdings auch in einer Regierung nicht nur am gleichen Strang ziehen, sondern auch in dieselbe Richtung. Ich bitte Sie, 50.000 Geflüchtete sind im vergangenen Jahr in Berlin registriert worden. Das sind weniger Menschen als Besucher beim Pokalfinale im Olympiastadion. Wer zulässt, dass aus einer solchen überschaubaren Herausforderung eine Überforderung oder gar eine Krise staatlichen Handelns wird, muss sich nicht über Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten wundern. Ein Blick nach Österreich, wo wir über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen erstmal erleichtert sein dürfen, aber keinesfalls beruhigt, zeigt, Rechtspopulisten bekämpft man nicht durch die Erfüllung ihrer menschenfeindlichen Forderungen nach Abschottung und Abschiebung. Denen kann man nur das Wasser abgraben, indem man für Bedingungen sorgt, die Integration von Flüchtlingen und Langzeiterwerbslosen ermöglicht und fördert. Und bei allem Dank an die Ehrenamtlichen, die für den Berliner Senat bisher in Ersatzleistung gegangen sind, das ist zuallererst die Aufgabe des Staates. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Dieser vorliegende Masterplan kommt mindestens 2 Jahre zu spät und er kann sich nicht entscheiden, wo er hin will. Damit fällt er hinter die Regierungserklärung von Michael Müller vom November zurück.
Eine humanitäre Flüchtlingspolitik braucht aber außer einer Haltung auch eine Richtung. Es wird Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dass Sie sich für eine Richtung entscheiden. Danke.